pullen wir den mal. Pull! Geh weg, 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 weg. Okay, er ist tatsächlich weg. Ach, wir sind schon Level 5? Tatsächlich? So habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir waren erst Level 3. Na, dann ist das natürlich gut. Dann kannst du jetzt auch hier gleich ihre Schulterpolster tragen. Und wir halten allgemein mehr aus. Ja, weil das macht jetzt hier Rüstung 4 und kritische Trefferchance 8%. Ist sehr gut. Dann hier ein neuer Brustpanzer. Eine neue Armbrust, die setzen wir. Ist eigentlich egal, weil beide gleich scheiße sind. Gut, und der Typ hat hier auch nochmal ein neues Schwert. Der macht das anstelle von dem auf dem X-Platz. Und einen neuen Brustpanzer. Sehen wir jetzt auch anders aus? Das werden wir jetzt wahrscheinlich gleich in der nächsten Cutscene sehen. Fände ich ja cool, wenn das auch tatsächlich optische Auswirkungen hat. Es gibt hier genug Spiele, da hast du dann neues Equip und sowas, aber es hat keine optische Auswirkung. Und das finde ich immer schade. Und es hat halt wenig, das gibt's halt auch. So. Jämmerliche Menschen. Also wirklich, wer würde in so eine Falle stolpern? Ja, das stimmt. Eine komische Falle. Ach, au, die werfen ja mit Steinen schon wieder. Gibt's doch nicht. Sollen der Mist? Au. Oh. Der soll der Mist. Okay. So, und weiter geht's. Was haben wir denn hier? Aha. Das klingt nicht gut. Ja, es hat eine optische Auswirkung, unsere tolle Rüstung. Wir müssen weiter. Hopp. Und. Nee, den saugen wir noch nicht aus. Vielleicht gibt es hier jetzt gleich einen Kampf und ist besser, wenn wir zurückbleiben. Ja. Sind die jetzt tatsächlich in die Fallen gelaufen? Waren die so doof? Sieht so aus. Ja, weg, 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 weg. Ach, die kommen gar nicht mit rein, okay. Das bedeutet, wir können hier eigentlich immer von A nach B laufen und die immer nur anlocken und immer schon Schaden drauf machen. Das ist gut. Das ist relativ simpel. Das mag ich. So. Ein Werwolf nach dem nächsten muss dran glauben. Was haben wir denn hier Schönes? Eine zerfallene Wand. Blutmünze gefunden. Yay! Das heißt, wir können jetzt Attribute steigern, so ein bisschen. Wenn wir diesen Kampf hier überleben. Das schaffen wir auch noch. Da oben steht jetzt noch einer. Genauso im Fernkampf. Es wird uns ja auch extra angezeigt, was denn jetzt hier im Fernkampf ist und was nicht. Gefällt mir eigentlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Grundprinzip vom Spiel. Aber, storytechnisch, wie es teilweise erzählt wird, ne. Also beispielsweise Vampire und Wasser und Tod oder Vampire und Menschendorf und ihr kommt nicht rein, nee. Muss nicht sein. Also im Grunde genommen gefällt es mir. So vom Gameplay technisch, auch wenn die Steuerung ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber das ist ein anderes Thema. So, hier haben wir nochmal was zum Anlegen. Hier haben wir auch nochmal was zum Anlegen. Gut, dann Fertigkeiten. Können wir einmal X drücken. Und dann... was machen wir denn? Also Glück ist für... kritische Trefferchance wahrscheinlich. Stärke ist für die Angriffskraft. Und Leben ist... Naja, 10 Lebenspunkte. Ich glaube, mit ihr machen wir tatsächlich Stärke. Und mit dem anderen Typ machen wir eher was auf Leben. So, und dann können wir natürlich noch Skillpunkte verteilen. Sogar 2 Stück gleich. Machen wir einmal hier. Und einmal... Chance auf einen kritischen Treffer. Und mit ihr machen wir natürlich hier die Feuerrate einmal erhöhen. Beziehungsweise zweimal erhöhen. Und dann schießen wir schon wie so ein Maschinengewehr. Das ist schon richtig cool. So, den saugen wir aus.
Auch wenn wir es nicht zwingend brauchen. Ah, wir müssen auch nicht alles aussaugen. Ah, okay. Okay, wir sind im nächsten Teil. Er hat auch gespeichert. Irgendwas zum Einsammeln ist auch gut. Ah, Fremde in der Nacht. Sieht so aus, als müsste ich euch als nächstes töten. Sieht so aus, als wärst du ziemlich allein hier draußen im Dunkeln. Sieht so aus, als wärst du ziemlich allein hier draußen im Dunkeln. Ganz richtig. Also dann, was wollt ihr von mir? Mein Blut? Das bekommt ihr nur zu einem hohen Preis. Wir wollen nicht dein Blut. Wir brauchen deine Hilfe, um in die Stadt zu kommen. Ich fürchte, heute habe ich andere Sorgen. Die meisten meiner Männer sind tot oder auf dem besten Weg dahin. Diese Vampirhexe jagt uns seit Monaten und tötet meine Leute, einer nach dem anderen. Wir mussten es versuchen, aber keiner meiner Männer ist zurückgekehrt. Aber wie wäre es hiermit? Ihr Vampirgezücht steigt da runter und treibt die Vampirhexe aus ihrem Bau. Im Gegenzug lasse ich euch am Leben und vergesse, dass wir uns jemals begegnet sind. Wie ungemein großzügig. Oh, ja. Keine Sorge. Wir gehen da runter und treiben sie direkt in deine Arme. Dann sehen wir ja, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Das wirst du noch früh genug herausfinden. Gut, muss ich jetzt links oder rechts lang? Mach hier erstmal irgendwas kaputt. Das kann ich. Wir müssen zurückgehen und durch den Torbogen. Ah, okay. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist ja nett, dass die mich darauf hinweisen. Wie schnell die jetzt schießen kann, dadurch, dass es ausgeskillter ist, das ist unglaublich. Würde ich hier gerne noch machen, dass es noch schneller geht, aber ich glaube, das geht nicht. Weil es dafür einfach keinen Wert gibt und sowas. Blutfuchs vom Clan des Waldes. Einen Freund kann ich sie kaum nennen. Okay. Da kann ich doch hier mal so ein bisschen reinschießen. Wenn sie hier richtig trifft. Ja, sauber. Wie viel Schaden das jetzt macht. Oder wie schnell es auch Schaden macht. Gefällt mir. So, an den anderen Typen hier komme ich leider nicht dran. Darum gehen wir jetzt einfach mal runter und machen sie fertig. Links, rechts, sehr schön. Keine Chance mehr. Der Fernkämpfer ist hier eindeutig im Vorteil. Außer man kann mit dem Nahkämpfer sehr gut umgehen. Aber die Fernkämpferin ist auch wesentlich schöner anzusehen. Muss man ja sagen. So, und ich weiß, ich könnte auch auf die explosiven Fässer schießen. Aber, ne. Das lohnt nicht. Ah! Keine Chance. So. Und wieder runter. Und weiter geht's. Wir haben nicht einen Hit bekommen. Finde ich sehr gut. Ah, okay, jetzt, weil einer hinter mir gespawnt ist. Das ist natürlich sehr nett. Wir halten auch schon merklich mehr aus durch die bessere Rüstung und alles. Aber es ändert sich wahrscheinlich auch wieder schnell, sobald wir in ein anderes Kapitel kommen. Dann brauchen wir halt da wieder bessere Rüstung. Zeit für eine neue Taktik. Ja, neue Taktik. Kommt. So. Dann wird hier halt jetzt wieder ein bisschen Nahkampf gemacht und Level up. Dadurch haben wir wieder volles Leben und sowas. Hervorragend. So muss es sein. Haha. Kackbohnen. Ehrlich. Ich dachte, nur Menschen fallen auf so eine Falle rein. Aber anscheinend nicht. Kann man kaputt machen hier, dann natürlich auch nochmal. Alles muss hier vernichtet werden. Nur sicherheitshalber. Nein, nicht, dass ich da auch noch reinfalle. Muss nicht sein. Okay. Kann ich hochklettern irgendwie? Da gibt es auf jeden Fall was. Ja, das sieht gut aus. Und alles wird mitgenommen, wie immer. Kennt man ja schon. Aber man steigt hier noch relativ leicht Level auf. Deswegen, ich skill hier jetzt auch nicht immer jedes bisschen, jedes Level, das ich erhalte.
Guten Abend, meine Gäste. Ja, guten Tag. Bist du das Jeremy? Unser Fluch? Derjenige, der Tausende von uns auf dem Gewissen hat? Was für eine Überraschung, dich auf der anderen Seite zu sehen. Ich bin auf niemandes Seite, Vampirhexe. Jetzt nicht mehr. Blutfuchs, lass von den Einwohnern ab und wir werden dich in Frieden lassen. Wer würde euch beiden denn trauen? Eine Vampirin, die ihr eigenes Volk bekämpft? Und ein Mensch, der das Blut von Kreuzrittern vergießt? Ich tue, was mir gefällt. Ich werde mich mit den Einwohnern vergnügen, bis alle zu Werwolfbeute geworden sind. Ich habe einen freien Willen, im Gegensatz zu dir, Aliza, die du nur zum Kämpfen geboren wurdest. Was für ein Pech. Aber ihr müsst wohl beide sterben. Jetzt. Na, mal gucken. Erstmal gucken, was sie zu meinen tollen Armbrüsten hier sagt. Oder halt erstmal die Ads hier. Ah, du Kacke. Okay, 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 okay. Locker bleiben, locker bleiben, locker bleiben, locker bleiben, locker bleiben, locker bleiben, locker bleiben. Oh, die hat Schaden auf sie. Ah, die bekommt eigentlich ganz gut Schaden. Ich hoffe nur nicht, dass sie sich jetzt hochheilt durch irgendwas. Natürlich. Das bedeutet, ich müsste da theoretisch irgendwie hochkommen, um das zu beseitigen oder sowas, oder selber aussaugen. Na, aber das ist halt so problematisch. Einmal kurz den hier aussaugen, damit sie den nicht aussaugen kann. Hier habe ich die Säule zum Kaputt machen hier auch nochmal. Müssen wir gleich nochmal betrachten. Ich weiß halt nicht, wie es da hochkommen soll, um die Leichen auszusaugen. Okay, auch nochmal was zerstören, mache ich gleich. Ah, weg hier, weg, weg, weg. Okay, den müssen wir wahrscheinlich gleich aussaugen, weil sie sonst von ihm gebraucht macht. Aber wie kommen wir jetzt da oben hin? Ich kann ja keinen Doppelsprung machen oder ähnliches. Deswegen. Oder hier kann ich vielleicht auch nicht hoch. Okay. Wenn nicht. Dann. Ich weiß halt nicht, wann. Ob die irgendwann erschöpfen da oben. Ich hab jetzt erstmal nur von den linken. Von der linken Leiche Blut getrunken. Deswegen mal gucken, wie viel Blut da so drin ist. Weil sonst ist die ja kein Gegner. Durch den ganzen Schaden, den ich ihr zufüge. Ah, warte, vielleicht kann ich da... Nicht mit dem. Mit dem vielleicht. Nee. Da kann ich nicht mit interagieren. Schade. Das funktioniert so leider nicht. Ich weiß halt nicht, ob da jetzt immer noch Blut drin ist, weil die halt nicht so komisch leuchten. Deswegen, ich mache da jetzt einfach nochmal Schaden drauf. Im Moment sieht es gut aus. Ja, also man musste einfach nur warten, bis die halt ihre Leichen da ausgesaugt hat. Und dann geht's auch schon weiter im Text. Dürfen wir uns halt nur die Ads nicht erwischen. Aber durch unsere tolle Feuerrate ist das sowieso eher schwer. Gut. Ich muss bisher sagen, die Bosskämpfe haben sie einigermaßen ganz gut umgesetzt für das Spiel an sich eigentlich. Muss ich ja sagen. Da habe ich schon schlimmere Boss-Spiele gesehen. Also, nein, nicht Boss-Spiele, aber halt Spiele mit Boss-Gegnern drin. Wie zum Beispiel Dark. Was vom selben Entwickler ist. Pack. Ihr werdet mich niemals besiegen. Oh, oh, was ist das? Ein Vampiranzug oder WTF? Hinterher! Ja, dann mal hinterher. Okay. Jetzt haben wir auch noch eine Truhe. Nehmen wir alles mit hier natürlich. Gibt es hier sonst noch irgendwas, bevor wir jetzt da hinterher gehen? Sieht nicht so aus. Okay.
gespeichert. Danke. Viel zu viele Feinde, viel zu viele Feinde. Sie waren viel zu nah dran. Was nicht so gut ist. Shit. Okay.